Schön, dass Sie dabei sind. Hallo, ich bin Julia Leischig. In einem besonders mysteriösen Fall brauche ich heute Ihre Hilfe. Der Student Tiberius Barzinski verschwindet 2005 in Frankfurt. Der 26-Jährige gilt eigentlich als sehr zuverlässig und pflegt einen engen Kontakt zu seiner Familie. Alles scheint in bester Ordnung, bis Tiberius plötzlich und unerwartet verschwindet. Seitdem lebt vor allem seine Mutter in großer Sorge um ihren Sohn. Kassel, die einzige Großstadt in Nordhessen mit knapp 200.000 Einwohnern. Unweit des Hauptbahnhofs lebt die 56-jährige Altenpflegerin Alicia. Seit April 2005 vermisst die dreifache Mutter ihren ältesten Sohn Tiberius. Der damals 26-Jährige war Single und studierte Englisch und Französisch in Frankfurt. Auch seine jüngeren Brüder, der 32-Jährige Cornelius und der 33-Jährige Arcadius, fragen sich täglich, was mit ihrem Bruder geschehen ist. Alicia hat Julia um Hilfe gebeten. Nach 8 Jahren voller Angst und Sorge hofft die gebürtige Polin nun endlich auf ein Lebenszeichen ihres Sohnes. Hallo Alicia. Hallo Julia. Hallo, ich freue mich. Hallo, ich freue mich auch. Komm. Danke sehr. Alicia, wenn du an deinen Sohn denkst, welches Bild hast du dann vor Augen? Wie denkst du an ihn? Tiberius hatte sehr gute Beziehung mit Menschen. Er konnte sehr, hatte gute Ausstrahlung gehabt. Er war ein großer Disney-Fan. Also sein Leben drehte sich um Disney. Hattest du ein sehr enges Verhältnis zu ihm? Ja. Also alles, was ihm am Herzen lag, hatte er mir vertraut. Alicia, seit wann genau vermisst du deinen Sohn Tiberius? Tiberius habe ich letzte Mal gesehen in seiner Wohnung in Frankfurt am 9. April 2005. Kannst du mir dieses letzte Treffen ein bisschen näher beschreiben? Also wir sind nach Frankfurt gefahren, also ich und meine 2 andere Söhne. Und da sind wir zu Besuch gefahren, zu ihm in seine Wohnung. Die Familie sieht sich regelmäßig alle 2 Wochen. Der alleinstehende Student bewohnt ein kleines Apartment in Frankfurt. Sauberkeit ist ihm ebenso wichtig wie sein Studium. Und für seine Brüder ist der ehrgeizige Student ein Vorbild. Nach knapp 3 Stunden harmonischem Familientreffen machen sich die Kasseler wieder auf den Heimweg. Wie war euer Abschied? Also Tiberius hat mich umarmt, da hat mich einen Kuss gegeben. Ja, hat er uns zu Tier begleitet und so habe ich ihn das letzte Mal gesehen. Gab es irgendwas, was du glaubst, was ihn bedrückt hätte oder war er für dich wie immer? Es waren keine Anzeichen, dass der Tiberius was geplant oder irgendwas passiert oder ganz normal wie immer. Der 22. April 2005. Alicia, die sonst täglich mit ihrem Sohn telefoniert, hat Tiberius nun schon 6 Tage nicht mehr erreicht. Sie macht sich große Sorgen. Da sieht sie in den Nachrichten eine beängstigende Meldung. In Frankfurt wurde eine Leiche aus dem Main geborgen. Alicia befürchtet das Schlimmste. Könnte es sich hierbei um Tiberius handeln? Krank vor Sorge bittet sie ihre jüngeren Söhne, am nächsten Morgen mit ihr nach Frankfurt zu fahren. Also wir sind direkt zu seiner Wohnung gefahren. Ich habe auch Schlüssel von seiner Wohnung gehabt. Und erstmal habe ich geklingelt, weil ich dachte, ist er da? Hat er keinen aufgemacht? Da habe ich die Tür aufgemacht und bin reingegangen. Die Wohnung war wie immer schon aufgeräumt. Und da habe ich in die Wäschekorb geguckt. Das waren wirklich nur 3 Unterhosen, 3 Unterhemden. Und das hat mir sofort irgendwie sehr ungutes Gefühl, dass er längere Zeit nicht da in der Wohnung war. Weil Tiberius hatte jeden Tag seine Sachen gewechselt. Nicht nur die Wäsche spricht dafür, dass Tiberius bereits längere Zeit nicht in seiner Wohnung war. Auch der Brief eines Freundes, der einen Schlüssel zur Wohnung hat. Der Freund hatte Tiberius offenbar länger nicht erreicht und ihm einen Brief in die Wohnung gelegt, um an vereinbarte 200 Euro für Lackierarbeiten zu erinnern. Hast du auch sein Konto überprüft? Gab es da noch irgendwelche Abhebungen?
Nein, das war noch sogar Geld, etwa 700 Euro. Und seit dem Zeitpunkt war nicht mehr abgehoben. Ist Tiberius freiwillig verschwunden oder ist ihm am Ende etwas zugestoßen? Am 24. April 2005 gibt Alicia gemeinsam mit ihren beiden Söhnen bei der Polizei in Frankfurt eine Vermisstenanzeige auf. Auch hier gibt es keinerlei Hinweise auf den Verbleib von Tiberius. Könnte die Leiche aus dem Main doch ihr Sohn sein? Doch die Obduktionsergebnisse sind eindeutig. Der Tote ist nicht Tiberius. Trotz dieser erleichternden Nachricht bleibt für Alicia die quälende Frage, was ist mit ihrem Sohn geschehen? Du hast bis heute kein Lebenszeichen mehr bekommen. Nein. Und auch nichts, was einfach nichts, keiner weiß, was mit ihm passiert ist. Hast du heute irgendeinen Glauben in dir, was mit deinem Sohn passiert sein könnte? Umso länger, desto mehr ist mein Gefühl, dass er lebt. Ich denke, dass ich ihn eines Tages wiedersehe. So, mein Gefühl sagt, dass er kommt und wir uns wieder umarmen können. Also immer habe ich das Gefühl, dass eines Tages passiert. Du gibst die Hoffnung nicht auf. Nein, ich gebe die Hoffnung nicht auf. Alicia, was würdest du dir wünschen, was nach der Sendung passieren soll? Also, ich würde mir wünschen, wenn jemand vielleicht was weiß oder gehört hat und vielleicht einfach, derjenige würde einfach auch helfen, mir ihn zu finden. Wer hat Tiberius Baczynski seit dem 16. April 2005 gesehen? In Frankfurt am Main, der größten Stadt Hessens, lebte Tiberius von 1999 bis 2005. Im Stadtteil Nied bewohnte der Student eine Einzimmerwohnung in der Oeserstraße 101. Hier in Frankfurt studierte Tiberius seit 1999 und hier verschwindet er im April 2005. Nachdem seine Mutter Alicia merkt, dass irgendetwas nicht stimmt, schaltet sie umgehend die örtliche Polizei ein. Ich bin jetzt mit Kriminalhauptkommissar Burkhard Leibmann verabredet. Er ist der leitende Ermittler im vermissten Fall Tiberius Baczynski. Kriminalhauptkommissar Burkhard Leibmann sucht seit 2005 nach Hinweisen für das mysteriöse Verschwinden von Tiberius Baczynski. Herr Leibmann? Hallo. Hallo, Julia Leischig. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Ja. Also hier hat Tiberius damals gewohnt, ist das richtig? Das ist richtig, ja. Ja. Und am 24. April 2005 wurde er ja als vermisst gemeldet. Und Sie waren auch selber hier vor Ort oder wie war das damals? Ich war in den Tagen danach, nach der Vermisstenmeldung, hier auch persönlich vor Ort gewesen. Mhm. Wir haben in der Wohnung auch keine Erkenntnisse gewinnen können, dass er weg ist. Also es waren alle persönlichen Sachen auch vorhanden gewesen. Wie Kleidung, Koffer, Taschen, Rasierapparat, Zahnbürste, so war alles vorhanden. Deshalb befragt die Polizei die Nachbarn des Studenten. Diese zeichnen ein völlig neues Bild von Tiberius. Er wird als kontaktarmer Mensch beschrieben. Im Treppenhaus fällt der 26-Jährige des Öfteren auf, weil er zu viel getrunken hat. Außerdem hatte er Nachbarn mehrfach um Essen und Geld gebeten. Haben Sie irgendwas rausfinden können, ob er finanzielle Probleme hatte? Er hatte finanzielle Probleme gehabt. Also es wurden auch unbezahlte Rechnungen im Briefkasten vorgefunden. Und die Nachbarn haben auch gesagt, dass er am Sommer geringe Schulden hatte bei denen. Herr Leibmann, haben Sie eine persönliche Vermutung, Einschätzung, was mit Tiberius geschehen sein könnte? Also wir haben keine konkrete Vermutung. Was wir ausschließen können, ist ein Unglücksfall oder eine Straftat. Also da haben wir überhaupt keine Anzeichen hierfür, dass dieses vorliegt. Herr Leibmann, vielen Dank, dass Sie mit mir gesprochen haben. Danke schön. Tschüss. Sehr, sehr. Also nach den bisherigen Ergebnissen der polizeilichen Ermittlungen könnte es sein, dass Tiberius Probleme hatte, von denen seine Familie nichts wusste. Ist er vielleicht aus Scham oder Verzweiflung untergetaucht? Antworten auf diese Fragen erhoffe ich mir jetzt von einem guten Freund von Tiberius, Karl von Thümen, der mit ihm studierte. An der Leibniz-Schule im Stadtteil Höchst ist Karl von Thümen Lehrer für Englisch und Sport. Der 33-jährige damalige Studienkollege hatte für Tiberius noch kurz vor dessen Verschwinden einen Tisch lackiert. Julia möchte von Karl erfahren, wie er Tiberius erlebt hat. Hi. Hi.
Hallo. Hallo. Ich bin der Karl. Freut mich. Hallo. Sollen wir gleich losgehen? Können wir mal. Ja? Ein knappes Jahr waren Karl und Tiberius befreundet. Um in Ruhe sprechen zu können, suchen Julia und Karl ein nahegelegenes Café auf. Karl, seit wann kanntest du Tiberius? Also seit 2004. Vom Studium an kannte ich ihn. Wir haben uns zwar nur zu den Zeiten gesehen, wo wir uns auf die Referate vorbereitet haben, aber ansonsten haben wir uns eigentlich mal ganz gut verstanden. Ich habe jetzt schon Unterschiedliches über Tiberius gehört. Kannst du ihn mir bitte beschreiben? Also er war auf jeden Fall ein sehr netter Mensch, hilfsbereit und war auch in seinem Studium extrem fleißig und hat alle Scheine, die er dann für die Uni braucht, auch gemacht und bekommen. Weißt du irgendwas von Alkoholproblemen? Alkoholproblem habe ich jetzt persönlich nicht festgestellt. Weißt du irgendwas von Problemen, die er hatte, die er vielleicht seiner Mutter oder seinen Brüdern gar nicht erzählt hat? Ja, also es war ja so, dass ich für den Tiberius, er hatte weiß geliebt, dass ich für ihn etwas auch mal in weiß lackiert habe. Karl lackiert im April 2005 für Tiberius einen Tisch und soll dafür 200 Euro bekommen. Doch Tiberius bittet um Aufschub, weil er noch anderen Freunden Geld schuldet. Für Karl ist das kein Problem. Doch seitdem hört und sieht er nichts mehr von seinem Studienkollegen. Ich weiß nicht, wie es dann so insgesamt finanziell bei ihm aussah, aber das könnte natürlich ein Grund sein, warum er sich irgendwo anders ein neues Leben aufbaut. Karl, glaubst du, Tiberius könnte sich vielleicht auch was angetan haben? Eigentlich nicht, weil er war ein sehr stabiler Mensch. Er war nicht eingeschüchtert, er wusste genau, wo er eigentlich lang will. Und wenn er irgendwelche Probleme, wie zum Beispiel Geld hat, dann hat er auch versucht, es zu lösen. Also er wollte es anpacken eigentlich. Karl, vielen Dank, dass du mir so viel über Tiberius erzählt hast. Gerne. Das Verschwinden von Tiberius wird immer mysteriöser. Die Aussagen der Zeugen widersprechen sich. Sicher scheint nur, dass der Student Schulden hatte, von denen seine Familie nichts wusste. Aber was ist nun im April 2005 wirklich geschehen? Ist Alicias Sohn tatsächlich freiwillig untergetaucht? Und wenn ja, wo hält er sich dann heute auf? Tiberius' Mutter hofft nun inständig, mit ihrer Hilfe endlich Hinweise zum Verbleib ihres Kindes zu bekommen. Nach 8 Jahren der Ungewissheit wartet sie sehnsüchtig auf ein Lebenszeichen. Bitte, Tiberius, melde dich. Gib ein Zeichen, wo du bist. Wir lieben dich so sehr, Tiberius, egal was passiert ist. Wir helfen dir und ich werde alles tun, dir zu helfen. Bitte gib ein Zeichen und melde dich bei uns. Wer hat Tiberius Baczynski nach dem 16. April 2005 noch gesehen oder weiß, wo er sich heute aufhält? Tiberius ist mittlerweile 34 Jahre alt, 1,75 Meter groß und hat braune Haare und blau-grüne Augen. Hinweise bitte an unsere Hotline. Wir informieren Sie in einer unserer nächsten Sendungen über die Ergebnisse.